Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Voyager. So, letztes Mal hatten wir zu Ende der Folge die Ressourcen generieren lassen über die Schriftrolle. Und ja, ich wollte euch eigentlich bloß demnach nur mal demonstrieren, was man mit der Schriftrolle machen kann. Die Schriftrolle ist also relativ praktisch, wenn man mal keine Ressourcen hat, ist eigentlich für den Anfang recht gut. Oder wenn man irgendwas Bestimmtes braucht. Wobei man sagen muss, die generiert ja, soviel ich weiß und nach längerem Testen, größtenteils ja nur die Ressourcen, die wo man halt, jetzt sag ich mal, nicht ganz so oft, also schon oft braucht, aber wie soll man das erklären? Wo jetzt nicht unbedingt von großem Nutzen sind, sag ich jetzt mal. Also ich meine, wir haben viele Bäume, ja, wir brauchen auch viel Bäume, also Holz. Aber so an sich Holz findet man eh eigentlich immer recht viel und ja. Daher nicht unbedingt jetzt ganz so nützlich jetzt für mich, sag ich jetzt mal. Sagen wir es so. Ist nicht gerade nützlich. So, dann machen wir. Okay, dann haben wir wieder ein paar Zitronen gefunden, um eben. Ganz gut. So. Um eventuell dieses Mal unsere Quest fertig zu machen. Wäre nämlich echt super, wenn wir das schaffen würden. Lass mir das einmal durch. Links. Aber ich denke. Nee, nicht. Reicht noch, uns noch nicht ganz. Noch einmal herstellen. Dann müssten wir doch eigentlich relativ. Alles zusammen haben. 24, 4 kriegen wir. Wir brauchen noch 3 Zitronen insgesamt. So, dann schauen wir mal, dass wir schnell die 3 Zitronen kriegen. Und dann werden wir unsere Quest fertig machen. Okay, wir haben unsere 3 Zitronen erhalten. Ach, okay, die Brücken reparieren sich selber wieder. Müssen. So, dann machen wir uns die letzten Samen eben. Ich baue hier bloß schnell wieder eine Brücke hin, die ich aus Versehen gerade abgebaut habe. So, dann haben wir alles zusammen. Dann gebe ich mal die Quest. Vielen lieben Dank. Du hast den Wald von Typ mit den Spitzhacken gehört. So, jetzt haben wir hier 2 Kisten erhalten. Einmal mit ganz vielen wertvollen Sachen. Dann nochmal. Gut, jetzt haben wir noch eine Quest. Ich werde die direkt mal starten. Aber ich glaube, dass ich die eh nicht fertig machen kann. Eine letzte Quest für dich. Es geht um ein Dino-Ei. Mit diesem Ei kann ich die Kreaturen großziehen und beschützen. Dino-Freunde sind die besten Freunde. Ja, jetzt will der von uns ein Dino-Ei erhalten. Es wird erstmal schwierig. Also die Quest wird jetzt erstmal unberührt bleiben, sag ich jetzt mal. So, wir haben wieder genug Münzen, um uns ein neues Land zu kaufen. Ich weiß bloß noch nicht, welches ich nehmen soll. 350, 560. Ich guck mal schnell da oben, was wir da schon haben. Okay, die kosten alle ein bisschen mehr. Gut, dann werde ich mich wohl oder übel für dieses entscheiden. Oh, okay, einen Brunnen haben wir. Dann schauen wir doch gleich mal rüber. Da. Sind enorm viele Feen. Thank you.
Hier sind echt enorm viele Feen. Was es wohl mit dem Brunnen auf sich hat. Weil man kann jetzt so spontan auch nichts dran machen. Also wenn man hingeht, erscheint leider kein Zeichen oder so, dass man irgendwie das was damit machen könnte. Ah. Ergibt sich wahrscheinlich noch. Ich muss irgendwie schnell Platz schaffen, damit ich das Zeug verstauen kann. Aber ich werde das. Einfach schnell. Was mache ich? Ist alles ein bisschen blöd jetzt. Ich werde die Schriftrollen schnell aufbrauchen. Glaube ich am leichtesten. Okay, das war jetzt dumm. Jetzt haben wir Platz für das Königsstahl und für das normale Stahl, nicht Königsstahl. Ich wollte nämlich eigentlich nur den zweiten Tresor aufstellen. Um das ein bisschen das Inventar zu entleeren zu können. So, einmal das, einmal. Dann einmal. Glas. Fäden. Andere können wir dabei noch herin lassen. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir uns noch die nächste Stufe erreichen können. Wobei, wartet mal. Ich habe ja letztens die Handschuhe schon gemacht. Was brauchen wir für die 20 Fäden? Krieg ich die zusammen? Hälfte wählen. Weil da machen wir uns noch die Stiefel auf jeden Fall. Das wäre eine super Sache. Oder warten wir ganz kurz. Genau. Dann einmal, was brauchen wir eigentlich für den Geldbeutel? 30 Fäden, 10 Goldbahnen. Okay. Dann. Nähstation 50. Okay, man verliert. Okay, man verliert auch beim Gehen Energie, das wusste ich. Gar nicht. Gut zu wissen. So, dalle. Wie viel brauchen wir eigentlich für die andere Insel genau? Es waren glaube ich 560. Brauchen wir noch ein und dann stellen wir uns am besten noch eine zweite Nähstation hier hin, weil wir ja doch immer wieder was brauchen. Hier wähle ich jetzt mal Maximum aus, weil wir nur 30 brauchen. So. Einfache Stiefel. Bewegungstempo um 10% erhöht. Chance von 5% Angriffen auszuweichen. Ja, das klingt auch ganz gut. Und jetzt haben wir schon wieder ein weiteres Accessoire gefunden. Jetzt haben wir noch drei Accessoires offen und ja, Haufen Artefakte und Siegel. Ja, dauert ja alles ein bisschen. Das ist nicht unbedingt so leicht. Ich schau mal, dass wir noch die Fäden zusammenbekommen, also die Fasern, dass wir uns vielleicht noch den Beutel machen können, weil
Kann ich euch schnell zeigen. Kleiner Beutel. Münzen sind 25% mehr wert. Ich glaube, ich hatte es schon mal erklärt, aber bedeutet in dem Sinne, dass ich, wenn ich von der Bank quasi das Geld nehme hier, dass ich 25% mehr bekomme. Als das, was drauf steht. Also wenn drauf steht 20, da werde ich wahrscheinlich 25 bekommen. Und das ist, sag jetzt mal, nicht unbedingt schlecht. Also, man kann schon gebrauchen, das Geld. Und vor allem, man braucht es halt dann irgendwann wirklich enorm viel. Ja, da hat sich immer noch nichts getan. Also, ich habe immer noch. Mal gucken, wann sich da unten was tut. So, kleiner Geldbeutel. Wir brauchen 10 Goldbahnen noch. Aber die dürften ja kein Problem sein. Ja. Schauen wir mal. Zack, zack, zack. Goldbahn haben wir ja genug, aber ich denke, uns geht bald wieder die Kohle aus. Ja, uns geht wieder die Kohle aus. Ach, das mit der Kohle ist am Anfang echt wirklich schlimm, wenn man so wenig hat, dass man immer wieder gucken muss, dass man erstmal wieder sammelt und sammelt und sammelt und sammelt. Bei Kohle, das, ich meine, Kohle braucht man wirklich verdammt oft. Also da auch immer wichtig zu gucken, dass man immer möglichst viel hat. So, dann machen wir uns noch den kleinen Gap-Battle direkt, um unsere Münzen einfach eistechnisch. Und ja, gleich erreichen wir Stufe 16. Was auch ziemlich cool ist. Dann können wir glatt unseren. Gut, wir haben Stufe 16 erreicht. Dann hauen wir gleich unseren Skillpunkt rein. Und zwar in dem, was ich letztens schon. Nein. Ach, ich hatte das schon gemacht, glaube ich. Okay. Halte Steine in. Oh ja, das klingt gut. Alle Steine enthalten Kohle. Das ist nie verkehrt. Probieren wir gleich mal. Ja, da ist Kohle mit dabei. Das ist. Hier ist auch Kohle mit dabei. Okay, wir haben. Also jetzt hat. Beziehungsweise jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Kohle nicht mehr so mangelbar ist. Weil jetzt egal welcher Stein wir abbauen, wir haben überall Kohle drin. Sei es Golderz, Eisenerz, normale Kohle, normale Steine. Wir haben überall Kohle drin. Es ist jetzt zwar nicht die Menge, aber ja. In der Summe macht's schon viel aus. So, kleiner Rebottle. So. 25% mehr Münzen. Wir haben jetzt 539. Ich werde gleich hier mal rausnehmen. Bei 55. So, 55. Wir haben 539. Wir kriegen 30. Okay, wir haben. Wie haben wir jetzt gekriegt? 39. Oh. Wir haben über 100 bekommen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall können wir uns jetzt das Land noch kaufen und das werde ich direkt mal machen. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Sandlandschaft freigeschalten. Mit solchen. Okay. Visieren an. Okay, die visieren mich an und ich denke mal, die wollen uns angreifen. Aber dazu kommen wir. Dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder sehr herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Um keine Folge zu verpassen, abonniert mich